Vergangenheit hat Zukunft. Dieses Motto trägt der ungarndeutsche Landeslehrpfad, wo wir uns gerade befinden. Es handelt sich bereits um den 9. thematischen Weg, der mit Hilfe einer großzügigen Förderung des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat durch die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen etabliert werden konnte und der über die deutsche Gemeinschaft in unserem Lande erzählt. Die 8 Stationen des Ungarndeutschen Landeslehrpfades laden ein zu einer Reise durch Raum und Zeit, durch Werk und Feiertage, durch Arbeit und Vergnügen, durch Bewahrung, Anpassung und Erneuerung, durch Wachstum, Schicksalsschläge und dennoch immer wieder hoffnungsvolle Neuanfänge. Zu den 8 Haltepunkten gehört eine Tafel, in der Umgebung deren befinden sich verschiedene Installationen und interaktive Elemente und es gibt auch ein Begleitheft dazu. Über diese 3 Informationsquellen werden also unterschiedliche Facetten der genannten Themen dargestellt. Der Schlüsselbegriff des Landeslehrpfades lautet Gemeinschaft. Der Mensch ist als soziales Wesen eingebunden in verschiedene größere und kleinere Gemeinschaften. Bei den Nationalitäten kommt dieser Tatsache eine besondere Bedeutung zu. Sind die Gemeinschaften intakt, bieten sie Schutz, fördern den Zusammenhalt und sorgen für den Fortbestand. Im Jahr der Corona-Krise ist es uns leider nicht möglich, unseren Landeslehrpfad im Rahmen einer würdigen Feierstunde zu übergeben. Auf eine offizielle Übergabe wollen wir dennoch nicht verzichten. Deshalb haben wir diese ins Internet verlagert. Begleiten Sie uns nun virtuell durch unseren thematischen Weg. Die Ulmer Schachtel in Echtgröße zieht schon von Weitem alle Blicke auf sich. Dieses einfache Wassergefährt, auf dem die Kolonisten den größten Teil des Weges donauabwärts in die neue Heimat zurücklegten, wurde in jüngster Vergangenheit immer mehr zum Symbol der Ansiedlung. An der ersten Station mit dem Titel von Dannen sind 16 von den an die 400.000 Zuwanderern namentlich und mit Jahreszahl ihrer Auswanderung auf Stolpersteinen verewigt. Ihre jeweiligen Abstammungs- und ebenfalls eingravierten Zielorte vertreten sowohl die wichtigsten Herkunftslandschaften als auch die ungarndeutschen Siedlungsräume. Wer jetzt so zieht ins Ungarnland, dem blüht die goldene Zeit, heißt es optimistisch in einem Lied aus dem 18. Jahrhundert, das die Ungarn-Auswanderer auf dem Weg in ihre neue Heimat gesungen haben. Tafel und Begleitheft liefern Einblicke in ihre Beweggründe, Verluste und Hoffnungen. Die Zeichnung auf dem Schild stellt eine Familie dar, wie diese symbolisch aus der alten deutschen Heimat, aus den alten Gemeinschaften, vieles zurücklassend, heraustritt und sich zuversichtlich in die neue Heimat nach Ungarn begibt. Im Begleitheft stehen Zitate aus Briefen aus dem 18. Jahrhundert, welche deutsche Ansiedler den Daheimgebliebenen über den Neubeginn in Ungarn geschrieben haben. Zuversicht und Heimweh, Freude und Sorge, Enttäuschung und Zufriedenheit. All das ist den wunderschön formulierten Zeilen zu entnehmen, während man einen Einblick in das Schicksal einiger Siedler bekommt, die in der neuen Heimat schließlich eine neue Gemeinschaft gebildet haben.
Die kleinste, aber wichtigste Gemeinschaftsform ist die Familie. Sie spielt bei der Tradierung von Sprache, Kultur und Normen eine besonders wichtige Rolle. An der Tafel "Daheim ist daheim" sehen wir ein Haus, das Schutz und Wärme bietet. Während früher mehrere Generationen in einem Haushalt lebten und von der Wiege bis zum Sarg vieles zu Hause und gemeinsam meisterten, werden in unserer modernen Welt immer mehr Funktionen von staatlichen Institutionen übernommen. Auch die Installation in der Umgebung der Tafel schildert, dass das traditionelle ungarndeutsche Familienmodell die mehr in der Regel 3-Generationen-Familie war. Großeltern, Eltern und Kinder wohnten unter einem Dach oder zumindest in einem Hof, wodurch der natürliche Traditionsfluss vorhanden war. Hausübergabskontrakte wie dieser bestätigten, dass der Älteste die Wirtschaft übernehmen musste, die anderen Kinder bekamen eine Abfindung. Dieses Familienmodell begann allmählich zu bröckeln. Heutzutage leben in der Regel nur Eltern mit den Kindern zusammen. Dies hat natürlich auch die Lockerung der Übergabe der Traditionen zur Folge. Das Herzstück des Hauses ist die Küche, wo sich die Familienmitglieder versammeln, und das Herz der Küche ist der Herd, der Wärme gibt und die Familie mit Speisen versorgt. Der einschlägige Eintrag im Begleitheft nimmt den Herd zum Symbol, um über wichtige Abschnitte der Geschichte der Ungarndeutschen zu erzählen. Ein Weg als Zeitachse führt den Besucher durch die Geschichte der Ortsgemeinschaft. Kurvenreich, mal aufwärts, mal abwärts, von der Ansiedlung bis in die Gegenwart, durch gute und schlechte Zeiten, durch Wendepunkte und auch Schicksalsschläge. Miteinander heißt das Motto dieser Station, die anhand einer imaginären Ortschaft über das Leben im Dorf, im meist verbreiteten Siedlungstyp der Ungarndeutschen, erzählt. Man erfährt über Baukultur, über Schicksalsschläge und dann nach einer Zäsur über ein völlig neues Leben, das durch Abwanderung in die Stadt, Schulbildung und sozialen Aufstieg gekennzeichnet war. Bei den 1990er Jahren geht der Weg etwas nach oben, symbolhaft für eine Zeit mit neuen Möglichkeiten. Der Eintrag im Begleitheft ist von Humor und Selbstironie geprägt. Man kann eine ganze Reihe von sogenannten Ortsneckereien lesen. Diese scherzhaften, manchmal spöttischen Bezeichnungen beziehen sich vor allem auf Tracht, innere und äußere Eigenschaften, Essen und Arbeit der Einwohner der Nachbarsorte. Spielerisch wird mit einem Kugellabyrinth verdeutlicht, dass man in einer Gemeinschaft nur durch gemeinsames Handeln zu einem gesetzten Ziel gelangen kann. Die Ungarndeutschen sind bekannterweise sehr fleißig und sparsam. Diese Formel, ja, diese Grundhaltung,
und das damit einhergehende Wertesystem werden bei der Tafel von Nichts kommt nichts sehr wohl belegt. Die Tafel behandelt die Sozial- und Berufsstruktur. Der dreigeteilte Text und die dazu passenden Bilder erzählen darüber, wie die Ungarndeutschen ihren Lebensunterhalt vor 1945, zwischen 1945 und etwa 1990, beziehungsweise ab der 1990er Jahre typischerweise verdienten. Fleiß, Sparsamkeit und Marktorientierung, die nicht strikte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, diese Merkmale entfalten sich auch aus alten, mündlich überlieferten oder eben auf Textilien festgehaltenen Sprüchen, die im diesbezüglichen Beitrag im Begleitheft zu lesen sind. An diesem Haltepunkt findet man zwei wunderbare Installationen. Einerseits ein Schrift, zugleich auch Zeitdokument, das Wanderbuch eines Hafnergesellen, eines gewissen Johann Steglitz aus Baie, der sich 1840 auf langjährige Wanderschaft begab, um seine Kenntnisse zu vervollkommnen. Auszüge aus der Originalhandschrift, umgeschrieben, auch in heute gebräuchliche Buchstaben, liefern Einblicke in seine ausgedehnte Reiseroute. Andererseits steht an dieser Station eine bemalte Truhe. Wir nennen sie Handwerkertruhe, die Altes mit Modernem verbindet. Sie beinhaltet nämlich originale Utensilien von 6 traditionellen ungarndeutschen Berufen, ist aber zugleich auch eine sogenannte Smart-Truhe mit Solarzellen. Hinter einer traditionellen, quergeteilten Tür, behütet wie ein Schatz, befindet sich die Tafel Deutsch und Deutsch. Aufgenommen wird mit ihr erneut das Motiv des Hauses. In Anlehnung an Valeria Koch könnte man auch sagen, zu Hause im deutschen Wort. Den Unterbau bilden unsere Dialekte in ihrer Vielfalt, die die Herkunftslandschaften ebenso widerspiegeln, wie das Zusammenwachsen der Siedler aus unterschiedlichen Ortschaften im deutschsprachigen Raum. Darüber liegt das Hochdeutsche in seiner vornehmlich schriftlichen Form, früher vor allem im Unterricht und auf der Kanzel vertreten, mittlerweile aber zunehmend auch in der mündlichen Alltagssprache verwendet. Mundarten und Standardvarietät. Für unsere Sprachzukunft brauchen wir beide. Neugierig, wie bunt unser sprachliches Erbe ist. Drücken Sie auf die Tasten und hören Sie sich die gleiche Geschichte auf Bayerisch, Osthessisch, Pfälzisch oder Schwäbisch an. Sollte es mit dem Verstehen doch nicht so gut klappen, dann hilft Ihnen das Begleitheft mit den schriftlichen Fassungen, illustriert durch einschlägige Volkstrachten. Weißt man, ich habe nicht gekocht, weil ich kein Wasser hat. Hab gedenkt. Du bist doch schon nass, du kennst mir Wasser holen. Und noch wie ich kauchen. Klima, Pflanzen- und Tierwelt, aber auch Sachkultur der neuen Heimat, um nur einige Bereiche zu nennen, wich teilweise von den Herkunftswelten der Siedler ab. Die ungarische Seite des Heftes zeigt am Beispiel von ausgewählten, verbreiteten Lehnwörtern die Anpassung der Kolonisten an ihre neue Lebenswelt.
halt in Gnaden treue Wacht in diesem Haus bei Tag und Nacht. Oder wo Segen, da Gott. Wo Gott, da ist keine Not. Tiefe Religiosität und Gottvertrauen zeichnen sowohl unsere katholischen als auch protestantischen, vorwiegend lutherischen Glaubensgemeinschaften aus. Gott ist im Leben der Ungarndeutschen allgegenwärtig. Zahlreiche Sinnsprüche, in denen Gott vorkommt, sind auf handbestickten Textilien, Wandschützern, Handtüchern und Stellagestreifen, die die verschiedenen Wohnräume des Hauses zierten, überliefert. Eine Auswahl von diesen aus verschiedenen ungarndeutschen Ortschaften ist auf der deutschsprachigen Seite der Tafel zu lesen. Auf der ungarischen Seite liefern Archivfotos und Dokumente Einblicke in die von christlichen Traditionen begleiteten Wendepunkte des Menschenlebens bei beiden Konfessionen, so zum Beispiel die Taufe, die heilige Kommunion bzw. die Firmung, die Hochzeit und die Beerdigung. Das Begleitheft befasst sich mit religiösen Volksbräuchen, das heißt mit Bräuchen, die die Gläubigen ohne die kirchliche Obrigkeit an kirchlichen Feiertagen als Ausdruck ihres tiefen Glaubens selbst organisiert haben. Drei solche werden im Heft erörtert. Zwei Installationen informieren über die zum Teil unterschiedliche Verteilung von Festtagen im katholischen und im evangelischen Jahreslauf. Ein Schiebespiel lädt zur Besichtigung der siebten Station ein. Ist man geschickt, kann man das Wappen der Ungarndeutschen auslegen, das Symbol der Zusammengehörigkeit der in Ungarn lebenden deutschen Gemeinschaft. Unser wohlbekanntes Motto Ungarndeutsch steht dazu, ist der Titel dieses Haltepunktes. Es geht dabei um moderne Gemeinschaften, um die Tätigkeit der Selbstverwaltungen, Institutionen und zivilen Organisationen, die nach der politischen Wende auf dem Minderheitengesetz basierend etabliert werden konnten und deren Aktivität von der Strategie der Landesselbstverwaltung überdacht wird. Wie kleine Buchstabensteine auf einem Scrabble-Spielfeld fügen sich die Schlüsselbereiche Politik, Bildung und Erziehung, Kultur, Jugendarbeit und Medien in ein einheitliches großes Netzwerk zusammen. Dies haben wir mit vielzähligen Fotos illustriert an dieser Tafel dargestellt. Auf die symbolhafte Bedeutung des Netzes wird auch im Begleitheft verwiesen, und zwar bei der Schilderung der Strategie der Landesselbstverwaltung. Die eben genannten fünf Bereiche werden im Zusammenhang mit dem Erhalt unserer Muttersprache, der Tradierung der ungarndeutschen Identität sowie der Relevanz der Zusammengehörigkeit untersucht. Natürlich war es uns aus Platzgründen nicht möglich, all den Organisationen und Aktivisten zu danken, die hierbei einen unentbehrlich wichtigen Beitrag leisten, aber die im Begleitheft untergebrachten Logos unserer landesweiten Organisationen stehen hier auch für all diejenigen, ohne die wir unsere Strategie niemals verwirklichen könnten. Thank you.
Drei Mädchengesichter. Auf den ersten Blick fällt einem wahrscheinlich nichts Besonderes auf. Aber wenn man genauer hinsieht, erkennt man ihre ganz besonderen Ohrstecker. Unser eben thematisiertes Wappen. Die Zukunft der Ungarndeutschen. Mit diesem Titel hat die Landesselbstverwaltung 2019 ein Preisausschreiben veröffentlicht. Wir baten Jugendliche darum, ihre Gedanken, Visionen, Vorstellungen diesbezüglich zu präsentieren. Wir danken für die vielen Bilder, Schreiben, Fotos, Kleinplastiken, die wir zugeschickt bekommen haben, von denen eine Jury eine Auswahl getroffen hat, die an der letzten Station des Lehrpfades präsentiert wird. Die an der Tafel dargestellten Werke, die im Heft aufgeführten Zitate, aber auch die anschaulichen Installationen mit dem Titel Blick in die Zukunft sind alles Werke von ungarndeutschen Schülerinnen und Schülern. An dieser Stelle gratulieren wir all den Mitwirkenden zu ihren hervorragenden Arbeiten und ganz besonders den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und diese sind die Hartauer Kindertanzgruppe, Csenge Katakoltai, Csenge Magyar und Anna Horváth, Schülerinnen der Reguli Antal Nationalitäten Grundschule Steinamanger, Bence Szabó, Schüler der Kessjár Csaba Grundschule Vudörs, Viktória Szurop, die Klasse 12b, Nándor Fa, sowie Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Grundschule des Ungarndeutschen Bildungszentrums Báje, Panna Vas und ihre Freunde, Lisa Santo, Ilona Konke, Lili Bakos, Hanna Dobi, sowie Fanny Kis aus dem Valeria Koch Bildungszentrum Fünfkirchen, Schülerinnen und Schüler der Klassen 2c und 4c der Bohler Allgemeinbildenden Schule und Kunstschule. Einen Sonderpreis erhielten Tíme Abuli, Hanna Monostori, Márk Béri, Gergő Nagy, András Maros, Zsófia Alpár, Gergő Péli, Viktor Harcos, Gergő Háner, Sarolta Sára Hengl und Boglárka Engrich, Schülerinnen und Schüler der Janikowski Éva Grundschule Kozármisleny, Zsombor Becski, Schüler der Grajcsen Grundschule Valai, Corinna Schwarz, Schülerin des Ungarndeutschen Bildungszentrums Báje. Wir sind hiermit am Ende unseres virtuellen Spaziergangs angelangt. Als Vorsitzende der Landesselbstverwaltung möchte ich mich ganz herzlich bei dem Team, das den Landeslehrpfad erstellt hat, bedanken und ganz besonders bei der Projektleiterin, Frau Dr. Maria Erb. Liebe Zuschauer, ich lade Sie bei Gelegenheit zu einem Besuch der Ulmer Schachtel und des Landeslehrpfades ein. Glauben Sie mir, eine persönliche Begegnung mit unserer hier dargestellten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stärkt das Gefühl des Zusammengehörens. Musik.